So, da sind wir wieder mit Modern Warfare 3. Ja, und wir machen jetzt mal weiter hier. Ich habe im letztes Mal am Ende den Ladebildschirm rausgeschnitten, deswegen zeige ich den mal jetzt. Identifizieren Sie sich. Zugangscode Black Viking. Geben Sie mir eine sichere Leitung zu Metal 01. Price, danke für den Tipp wegen Kingfish. Übrigens hat Onkel Sam eine Belohnung auf deinen Kopf ausgesetzt. Die sollen sich hinten anstellen. Volk, Makarovs Bombenbauer ist in Paris. Wir müssen handeln, bevor er untertaucht und ich schaff das nicht. Ich kann nur dir das anvertrauen. Bin ganz so. Dieser Bastard hat die Massenvernichtungswaffen über Frigator Industries vertrieben. Ich besuche ihr europäisches Hauptquartier. Französische Sondereinheiten haben Volk gefunden. Die GIGN hat ihn weit hinter den feindlichen Linien aufgespürt, wird aber festgenagelt. Und wir sollen sie entnageln? Kümmern Sie sich um das Ziel, aber wir brauchen Volk lebend. So, das war der Ladebildschirm, den ihr letztes Mal verpasst habt. 5, 4, Overlord. Negativ. Alle US-Truppen in Paris. So, also wir sind jetzt wieder Frost. Und bewegen Sie Ihr Team auf der Wolke. Und in Frankreich, Paris. Jawohl. Hier ist noch alles vom Chemieangriff verseucht. Die Masken auflassen. Truck, wir sind jetzt in Bewegung. Roger, bin in einer Stunde an der Landezone. Viel Glück. Metal 01. Also wir sollen jetzt diese GIGN, diese Special-Truppe da befreien, oder weil die da festgenagelt sind halt, und dann ja, machen wir das mal. Fallschirmspringer, ey. Das sind russische Bodentruppen, die da, wie das sind. Kann man sich ja nicht. Oh, da gegen die Luft geschossen, war nicht schlecht. Kann man sich ja nicht vorstellen, dass die Russen hier. Naja. Okay. Was ist das für ein blaues Licht? Wahrscheinlich Polizei. 01, passen Sie auf. Die GIGN erleidet schwere Verluste. Die halten nicht mehr lange durch. Beeilung. Sonst gut, Einsatz mal. Also, ich habe ja hier gesehen, 4 Feinddaten gibt es in diesem Level. Ich möchte auf jeden Fall mindestens eine finden. Mindestens eine will ich finden. Alles andere wäre zu schlecht einfach. Spiel gespeichert, so, betteln wir mal. Oh, ich dachte schon, die sind von da. Oh, hier gibt's bestimmt einen. Ach so. Okay. Hä? Na gut. Das ist er. Da soll ich ihn. Hä? Ach! Das ist ein Feind! Mensch. Ups, das ist. Oh, was gehst du denn dahin? Selber schuld. Das ist bei Call of Duty immer so, ey. Es kommen immer ein paar mehr. Irgendwie. Und oh, shit. Wenn man nicht genug killt, dann kommen auch keine. Das ist ganz komisch. Und erst wenn man weiter nach vorne rennt. Und wenn man in dem Moment gerade genug tot hat, kann man eigentlich so vordringen. So. Weil ansonsten spawnen ja neue und dann kommt man da wieder nicht hin. Das ist irgendwie so ein Teufelskreis. Ein Teufelskreis. So, gehen wir mal hier hin. Ach, da hinten ist bestimmt. Mano! Hier ist bestimmt, auch nicht. So,
Hier ist irgendwo so ein Laptop bestimmt. Ich brauche die Laptops. Ich brauche die. Man hört voll den Typen atmen, ey, durch die Gasmaske. Na gut, dann ist hier wohl keiner. Gehen wir mal hier durch. Er macht uns die Tischen auf. Komischerweise haben die trotzdem amerikanische Titel. Also Private und so, Captain und so. Da sind das eigentlich französische Truppen. Die 36C. Ähnlich. Ich brauche einen Laptop. Damit nicht hier draußen ein Laptop rumsteht, oder? So. Ach, hier nicht. Da. So. Weiter geht's. Oh, was ist das denn? Okay. Weiter geht's. Da ist ein Raketenwerfer, den will ich bekommen. Wo ist er? Ist er tot? Hoffen wir es mal. Nein, er ist nicht tot. Ja, das ist mir jetzt so gefährlich. Da kommt eine Granate hin. Da hinten auf die Treppe muss ich. Wo denn? Meine Fresse. Da ist doch gar keiner. Und wo schießt denn, wenn er auf mich? Wenn ich hier stehe. Da wahrscheinlich. Oh Mann. Alter. Ach, da steht er doch. Oh Mann, das ist ja gar kein Freund. Ich bin ja richtig schlecht. Also diese komische G36C ist mir zu blöd. Naja, hoch durchfallen. Freundbeschuss wird nicht toleriert, sag ich nur. Ja, er weiß halt, dass ich hier bin. Jetzt ist er weg. Das hätte ich wahrscheinlich gleich machen sollen. Erst den Raketenwerfer-Typi wegfetzen. Dass ich wenigstens nicht so eine fette Rakete in den Rücken kriege. Ups, ich wollte gerade messern. Mann, hier muss doch irgendwo ein Laptop sein. Das kann doch nicht angehen. Hier sind vier Stück. Vier. Ich habe auch keinen einzigen gefunden. PKP. Ne. Oh. Feind. Was ist denn los? Gerade war hier noch ein Freund. Spack. Um. Feind starten. Nein. Aha. Das heißt, mein Ziel von, oder unser Ziel von einem Ding ist schon mal erfüllt. Ich will nur noch die anderen drei. Ach, da liegt noch einer. Na los, du stirb schon. Damit machst du uns beiden das Leben leichter. Da drin ist bestimmt auch noch so ein Ding. Bestimmt. Nein. Hier? Nein. Nein. Okay, es ist noch ein Restaurant. Na gut, hier ist es wohl auch noch. Gehen wir mal weiter.
Ja, ich komme ja schon. Ihr seid doch sowieso alle unsterblich. Schließt einfach wieder auf. Also. Guck mal nicht so. Ich laufe hier überall gegen, gegen irgendwelche Möbelstücke oder keine Ahnung. So, alles voll mit Gas. Aber das macht uns überhaupt nichts aus, denn wir haben ja eine schöne Gasmaske auf. Oh, Luftunterstützung, ich freue mich. Hoffentlich darf ich das markieren oder irgend sowas cooles. Ja! Vier! Ups, das war ein bisschen zu weit. Nicht weit genug, meine ich. Anpassung beendet. Bereit für Signal. Na gut, der erste ist kaputt gegangen. Die leihen sich da gerade ab und es stürzt voll alles ein neben ihnen. Also die Bomben stürzen da ein. Der komische Panzer lebt noch, das ist doch scheiße. Nochmal. Oh, jetzt fährt er weg. Mann, was fährt er denn weg? Wow. Da will ich mich gerade an der Nase kratzen, während... Mann! Während da die schönen Bomben einschlagen und dann passiert da sowas. So irgendwo weiter hinten war es, ja. Da ist immer noch das Ziel. Gute Markierung. Ziel erfüllt, ja, endlich ist er weg. Das wurde auch Zeit. Ich will nicht nochmal sterben. Nein, ich habe noch genug gestorben jetzt mittlerweile. Laptop, ich komme! Doch nicht. Hä? Cool. Metal Nummer 1, mein Treibstoff geht aus. Brauche zwei Minuten zum Nachtanken und Nachladen. Das gehört wohl zur Einrichtung. Verstanden. Danke für die Hilfe, Warhammer. Hier drüben, der Eingang zu den Katakomben. Oh, da. Noch einer von denen über, oder was? Ach da, ach so. Ich suche hier die ganze Zeit. Er geht einfach durch mich durch. Ah, cool. So, gehen wir mal auch runter. Ja, die Pariser Katakomben sind ja was ganz Besonderes. Das weiß man ja. Die gehen unter der ganzen Stadt entlang. Die komplette Stadt. Hä? Warum ist denn jetzt alles doppelt? Bin ich blöd? Wir müssen unsere Signatur reduzieren. Nur eine Lichtquelle. Wir stoppen. Ihr macht dranbleiben. So, weiter geht's. Ich glaube, diesen kleinen schwarzen Bildschirm, der da gerade war, wenn er damit aufgenommen wurde, schneide ich dann raus. Wir schicken eine Ranger-Einsatz. Ja. Markieren mal Sie sich sehen. Mit Leuchtsignalen, damit Sie sie finden. Anweisung verstanden. 01, Ende. Okay. Stinkt nach Scheiße hier unten. Ja, dann ist wenigstens noch niemand gestorben. Warum hat der eine Taschenlampe und ich nicht? Der hat auch keine. Okay, dann.
alles gesichert. Vorwärts. Wo ist der Rest der GIGN? Kaserne bei Satterie wurde letzte Nacht von einem Chemieschlag getroffen. Die meisten starben in Minuten. Ein Freund von mir war in Satterie. Je suis désolé. Deshalb muss dieser Volk auch für seine Taten bezahlen. Oh, das wird der Boss. Dafür werde ich sorgen. Mann, das ist ja richtig dunkel hier, das ist ja, geht ja gar nicht. Ich glaube, ich muss das hier ein bisschen heller machen. Das, da sieht man ja nichts, praktisch. Ja, okay, wenn der seine komische Taschenlampe hier hinhält, schon. Aber warum habe ich denn keine Taschenlampe? Ich gucke jetzt mal kurz nach. Das kann ja nicht angehen, dass ich keine Taschenlampe habe. Steuerung, Aktion. Taktische Ausrüstung. Nachtsicht, N. Ich könnte Nachtsicht anmachen. Sorry. N? Hallo? N? Ja, geht wahrscheinlich nicht, weil ich keine Nachtsichtgerät habe. Ja, dann mache ich das einfach mit. Bevor ich das Render ein bisschen heller und dann passt das schon. Auf YouTube sind die Sachen nämlich immer ein bisschen dunkler, als wenn man es spielt. Aber das Spiel alleine ist ja auch schon total dunkel. Man sieht es ja, man hat nicht mal eine Taschenlampe hier. Also, ja, muss ich mal gucken. Dann. Keine Ahnung. So. Aber wir werden uns nicht dazu gesetzt. Naja. Ja, super geil, dass du das sagst, direkt wenn du. Denken Sie daran, dass wir Wolf Leben brauchen. Er hat die einzig brauchbaren Informationen über Makarov. So, war das nicht geplant? Ja, geh doch weiter, ich will nicht die ganze Zeit hier verwecken. So, besser. Er will die Leiter hoch! Das ist kein Feinddaten, das ist nur so ein normales Ding. Verwechselt man schnell. Ich verwechsel es zumindest schnell. Was ist das hier? Natürlich keine Taschenlampe kenne ich. Ich weiß nicht, was hier ist. Ich sehe nichts. Das ist echt kacke, ey. Anstatt dass die Behindertenentwickler mal eine Taschenlampe einfügen, das wäre wirklich nicht schwer gewesen. Nein. Dafür sind sie natürlich zu blöd. Naja. Was? Beeilen wir uns diesmal ein bisschen. Die sind bestimmt irgendwo Feinddaten und wo man sich so beeilen muss, kann man nicht so gut suchen. Mein Daten. Aha. Rein in den blauen Bulli. Bewegung. Dann los. Ich gebe Deckung. Was? Schnell. Wir müssen los. Die Zielpersonen kommen. Steigen wir ins Auto rein? Sag nicht, wir dürfen fahren. Oh, das wäre so geil. Ah. Der typische Move, man macht die Windschutzscheibe raus, okay, man schießt. Während des Fahrens schießen ist auch mal nicht schlecht. Ja, und jetzt nur einfach überfahren. Alles zerstören, NP. Okay.
Ja, und nu? Alles explodiert einfach nur, ey. Er ist so ein bisschen von der Straße abgekommen. Ich sterbe hier die ganze Zeit fast, ey. Und das hat er natürlich total überlebt, ohne Probleme. Und er haut ihn noch! Er haut ihn noch! Ah, geil. Wir holen alles aus dem Haus, was er über Makarov weiß. Truck, wir haben Volk, sind unterwegs! Ich glaube nicht, dass der noch reden kann, ey. Und ein Erfolg, Black Seat Driver. General, Sie sind mit dem Präsidenten und dem Nationalen Sicherheitsrat verbunden. Mr. President. General, haben Sie Makarov schon gefunden? Nein, aber wir haben Informationen über seinen Bombenbauer. Die Situation entwickelt sich. Entwickelt sich? Haben Sie ihn oder nicht? Ein Delta-Team hat ihn gerade festgenommen. Ich schicke das Video. Wie ist der Status? Sie haben Volk, aber Ihre Operationssicherheit wurde gefährdet. Im Klartext, General, bitte. Sie werden sich zum Evakuierungspunkt durchschießen müssen, Sir. General, ich will diesen Volk. Lebend. Was Sie auch tun müssen, bringen Sie diese Männer heil nach Hause. So, und weiter geht's. Ach, das ist jetzt schon die nächste Mission. Tja, da muss ich leider abwinken, Leute. Denn, wie ihr wisst, eine Mission pro Part. Damit ist dieser Part dann jetzt auch schon wieder zu Ende. Das war Mission 9. Ich weiß leider jetzt nicht mehr genau, wie sie heißt, auf jeden Fall. Ich bin Bodder, ich bin von Sebuka Gaming. Wie ihr sicher wisst, sonst würdet ihr wohl kaum das Video gucken. Und ja. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet bitte das Video mit einem Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr natürlich auch einen Daumen runter machen. Aber das würde mir natürlich sehr helfen, wenn ihr es nicht machen würdet. Ich weiß, dass es manchmal ein bisschen leckt und so, aber naja, ihr könnt ja mal ein bisschen nachsichtig sein. Ja, ich habe mir ja, wie ich auch schon im letzten Part gesagt habe, so eine andere Strategie, eine Art Strategie zurechtgelegt, dass ich jetzt so mache, jeden Part einmal, also pro Part aufnehmen, dann eben komplett alles beenden, Fraps aus, das Audioaufnahmeprogramm auch aus, das Spiel vor allem ausmachen, alles in einen Ordner packen und dann den nächsten Part aufnehmen, dann ist das erstens alles ein bisschen geordneter und zweitens, glaube ich, das entlastet auch das Spielen oder den Rechner ein bisschen, wenn zwischendurch ein bisschen Pause ist, wo ich die Sachen da ein bisschen ordne, weil ich glaube, dass es an meinem Rechner liegt, dass es so leckt, ab und zu, denn der ist auch nicht mehr der neueste.
Aber das hoffentlich wird sich das bald ändern. Und ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen hoch. Wenn es euch sehr gefallen hat, dann klickt ein Abo, wenn ihr mögt. Und ja, damit war es das auch wieder für diesen Part. Damit verabschiede ich mich von euch. Ciao.